mich hier draufgelegt. Es tut mir leid. Das ist meine Schuld gewesen. Ich habe mich hier draufgelehnt. Ich bin offenbar etwas fülliger geworden. Und insofern... So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, herzlichen Dank für diese ausgesprochen freundliche Einführung und für die Einladung hier nach Bonn. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich wieder hier im Rahmen der DZG sprechen darf. Ich war lange nicht bei der DZG und freue mich unglaublich, die alten Gesichter wiederzusehen. Wir sind ja alle gemeinsam ein bisschen gealtert und ich freue mich auch sehr, hier in Bonn zu sein. Ich kenne noch die alte Situation im Poppelsdorfer Schloss und bin erstaunt und begeistert, wie fantastisch jetzt hier die neuen Räumlichkeiten sind. Ja, das Thema, über das ich hier sprechen werde, ist die Beziehung zwischen Biodiversität und Mensch im Anthropozän. Das Anthropozän ist ein schwieriger und auch schillender Begriff. Es gibt eine intensive Debatte darüber, ob wir denn schon im Anthropozän sind, wie sich das auszeichnet, wann das angefangen haben könnte. Was aber ganz glasklar ist, dass sich der Einfluss des Menschen auf die Erdsysteme in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert hat. Und das hat etwa 1950 angefangen, wo die menschliche Gestaltung des Erdsystems so stark wurde, dass die natürlichen geologischen und ökologischen Prozesse zunehmend überschrieben wurden. Und eine Veränderung, die hier beobachtet wird, ist zum Beispiel der Anstieg der menschlichen Bevölkerung, der dann 1950 ganz steil nach oben zeigt und per se eigentlich ein positives Zeichen ist, in dem Sinne, dass auch die Sterblichkeit, die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist. Oder der zweite Plot ganz oben in der Mitte, der Anstieg im Bruttosozialprodukt, auch da ein steiler Anstieg, was auch mit erhöhten Einkommen verbunden ist und einem Anstieg im Wohlstand auf der Erde. Aber verbunden war das Ganze natürlich auch mit einem exponentiellen Anstieg im Energieverbrauch oder im Verbrauch von Düngemitteln. Und damit haben sich eben Erdsystemprozesse dramatisch verändert. Mit dem Anstieg im CO2 und anderen Treibhausgasen haben wir den Klimawandel vorangetrieben, mit dem Anstieg von Stickoxiden, die Luftverschmutzung. Wir haben immer intensivere und flächendeckendere Landnutzung und der Verlust der Wälder auf der Erde steigt ebenfalls ganz stark an. Man muss sich bewusst machen, dass diese Veränderungen in der Dramatik nicht sehr alt sind. Das haben wir jetzt seit etwa 70 Jahren. Das ist das, was meine Eltern und Großeltern und ich selber erlebt habe. Und wir stehen jetzt 2022 an dem Punkt in der Geschichte der Erde, wo es letztlich den meisten Menschen auf der Erde noch nie so gut ging, wie überhaupt jemals in der Geschichte der Erde, aber gleichzeitig die Zukunftsaussichten noch nie für das ganze Erdsystem und die Menschheit so herausfordernd waren, wie jemals in der Geschichte von den Mensch-Natur-Beziehungen. Also wir sind im Prinzip an dem Punkt einer Zeitenwende, auch wenn der Begriff jetzt gerade etwas überstrapaziert ist. Gut, der Fokus in meinem Vortrag ist die Biodiversität, die Vielfalt alles Lebens, die Vielfalt der Arten, die Vielfalt innerhalb der Arten, also der unterschiedlichen Sorten und Rassen und die Vielfalt der Lebensräume. Wenn wir jetzt schauen, wie ist die Situation, wie hat sich die Biodiversität über die letzten Jahrzehnte verändert, ist ein wesentliches Ergebnis, dass wir keine guten Daten auf globalem, auch oft auf nationalem und lokalem Maßstab haben. Ein Index, der weit verbreitet ist, ist oben links zu sehen, der Living Planet Index, der misst die Bestände von großen Tieren, die sich gut messen lassen, im Wesentlichen Vögel, Säugetiere, auch ein paar Amphibien, Reptilien und Fische sind dabei. Und wir beobachten letztlich, wenn man die ganze Kurve nimmt, einen Rückgang über einen Zeitraum von 50 Jahren von über 2/3 der Bestände. Ein weiterer Index oben in der Mitte ist der Red List Index, der misst, welcher Anteil der Arten vom Aussterben bedroht ist. Auch da eine Verschlechterung. Und rechts oben, ja, Sie wissen es selbst genau, wir wissen nicht, wie viele Pflanzenarten es auf der Erde gibt. Wir wissen noch nicht mal, wie viele Baumarten es auf der Erde gibt. Wir können nichts über die Veränderung, nicht viel auf globalem Maßstab über die Veränderung der Pflanzendiversität sagen. Was wir zumindest sagen können, ist, dass die Ausdehnung der Wälder zurückging,
rechts oben dargestellt. Also global eine Verschlechterung. Wenn ich jetzt den Anteil der Arten anschaue, die vom Aussterben bedroht sind, ist die Datensituation schon etwas besser. Das ist die Zusammenstellung, die IPBES, das Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, im Jahr 2019 in seinem ersten globalen Assessment publiziert hat. Das ist der Weltbiodiversitätsrat, das Äquivalent zum Weltklimarat IPCC, aber sehr viel weniger bekannt und auch viele Jahre, Jahrzehnte jünger. Was die festgehalten hat, und die Zahl hat durchaus in den Medien eingeschlagen, ist, dass von den geschätzt 8 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben, 1 Million vom Aussterben bedroht ist. Das sind eben die in Rot und Orange und Gelbtönen dargestellten Anteile für die verschiedenen Organismengruppen. Was dort auch festgehalten ist, dass die Aussterberaten jetzt mindestens 10 bis 100-fach höher sind als in den letzten 10 Millionen Jahren, dass wir also am Beginn des 6. Massenaussterbens der Erdgeschichte stehen. Die Gruppe, die am stärksten vom Aussterben bedroht ist, sind die Cycads, die Palmfarne, eine uralte Gruppe, 300 Millionen Jahre alt, die vor allen Dingen auf der südlichen Hemisphäre verbreitet ist und die, das muss man sich bewusst machen, 3 Massenaussterben überlebt hat und jetzt im sich anbahnenden 6. Massenaussterben die am stärksten bedrohte Gruppe ist. Stark bedroht sind auch die Amphibien oder zum Beispiel die Korallen oder auch Haie und Rochen. Und meine Lieblingsgruppe, die Vögel, stehen noch relativ gut da. Was ist die Situation bei uns in Mitteleuropa, in Deutschland? Da haben wir für eine Organismengruppe von den Vögeln flächendeckende Daten für ganz Europa. Und was wir hier sehen, ist, dass die Trends für verschiedene Lebensräume schon unterschiedlich sind. Die braune Linie zeigt den Rückgang der Bestände von Vögeln der Agrarlandschaft, also von Wiesen, Weiden und Äckern. Und da haben wir einen Rückgang von über 30% der Individuen in den letzten 25 Jahren. Ganz typisch, jedes Jahr 10% weniger Vögel auf den Äckern und Wiesen und Weiden. Andere Gruppen wie die Waldvögel, das ist die blaue Linie, sind einigermaßen stabil. In der Zwischenzeit steigen sie auch schon wieder an. Auch die Arten der Feuchtgebiete und der Städte sind einigermaßen stabil. Das heißt, bei uns in Mitteleuropa, in Deutschland, liegt das Problem vor allen Dingen in der Agrarlandschaft. So, woher kommt es und was sind die Folgen davon? Das ist ein Framework, ein Rahmen, den auch wieder der Weltbiodiversitätsrat erarbeitet hat. Und wir haben unten in der Mitte Nature oder Biodiversity and Ecosystems. Und da es sich hier um einen globalen Ansatz mit sehr verschiedenen Mensch-Natur-Verhältnissen gibt, sind dann in Blau auch immer noch alternative Konzepte, in dem Fall Mutter Erde, Systems of Life, dagegen gesetzt. Die Natur wird beeinflusst auf der rechten Seite durch die direkten Treiber, die natürlichen und die anthropogenen, und hat dann auf der linken Seite Einfluss auf die Güter und Leistungen, die wir aus der Natur beziehen, und dann nach oben den Kreis weiter auf die Qualität unseres Lebens, auf unser Wohlergehen. Und in der Mitte haben wir über die vor allen Dingen Institutionen und Regierungssysteme die Möglichkeit, dieses System zu verändern und zu steuern. Im nächsten Teil schaue ich jetzt den rechten Teil an, den Einfluss der Treiber auf die Biodiversität und die Ökosysteme. Ich bin ja an dem Forschungsmuseum Senckenberg und wenn wir dort die Besucherinnen fragen, welche Faktoren sind am schlimmsten für den Verlust der Biodiversität, kommt meistens Umweltverschmutzung und vor allen Dingen Plastikverschmutzung als erster Faktor. Allerdings hat der Weltbiodiversitätsrat in dem 2019er globalen Assessment auch eine Wichtung durchgeführt, welche von den treibenden Faktoren die schlimmsten für den Rückgang der Biodiversität sind. Und da steht an erster Stelle der Landnutzungswandel. Das ist in den Tropen vor allen Dingen das Abholzen der Wälder. Das, was bei uns im Mittelalter stattfand, findet jetzt im großen Maßstab in den Tropen statt. Und bei uns diese Industrialisierung der landwirtschaftlichen Nutzung bei uns auf den Feldern.
Der zweite Faktor ist die Ausbeutung von Arten und das spielt vor allen Dingen in den Meeren eine wichtige Rolle hier, angezeigt durch den Fischfang, der eben zum dramatischen Rückgang der Artenvielfalt in den Meeren führt. Dann kommt erstmal länger nichts, dann kommt der Klimawandel als Faktor, der derzeit noch nicht wirklich im großen Maßstab zum Artensterben beiträgt, von dem wir aber logischerweise davon ausgehen, dass der in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Dann kommt wieder nichts und dann kommt die Umweltverschmutzung und dann schließlich das Einwandern von Arten. Das heißt, der Landnutzungswandel ist der zentrale Treiber für den Verlust der Biodiversität und das beeinflusst nicht nur die Artenvielfalt oder die Häufigkeiten von Arten, sondern auch solche Faktoren wie das Verhalten von Arten, zum Beispiel das Bewegungsverhalten von Arten. Hier in der Analyse von Marlee Tucker, an der ich auch beteiligt war, wo wir untersucht haben, und das sind Langzeit-Monitoring-Daten von Säugetieren, von großen, die solche Sender tragen können, von über 1000 Individuen aus 50 verschiedenen Arten, gemessen an verschiedenen Punkten der Erde. Und unten links ist dargestellt die durchschnittliche Displacement Rate, also die Bewegungsdistanz, als Funktion des menschlichen Fußabdrucks. Und je intensiver der menschliche Fußabdruck, desto geringer die Bewegungsraten. Also das heißt, das Verhalten ändert sich auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir einen Austausch von mobilen Arten gegen welche, die nicht so mobil sind. Also weltweite Veränderungen in ganz zentralen Verhaltensweisen. Die Ursachen für den Rückgang der Artenvielfalt bei uns in der Agrarlandschaft sind lang. Das ist eine ganze Liste von unterschiedlichen Faktoren. Das sind die Ergebnisse von einer Stellungnahme der Leopoldina, die wir veröffentlicht haben, wo wir im Wesentlichen festhalten, Ja, es ist wieder da, wunderbar. Welches ist das? Alles klar. So, wunderbar. Also bei uns in der Agrarlandschaft sind die Rückgänge für den Rückgang der Artenvielfalt ganz vielfältig. Im Prinzip wird es durch dieses kleine Comic auf der linken Seite dargestellt. Von einer reich strukturierten Kulturlandschaft mit einer Artenvielfalt haben wir eine Änderung der Kulturen. Es wird das Grünland umgebrochen, Wiesen und Weiden, stattdessen Mais, Raps, Getreide. Wir haben weniger Fruchtfolgen. Wir haben den Wandel in der Nutztierhaltung. Die Tiere stehen nicht mehr auf der Weide, sondern im Stall. Wir sind richtig gut in der Schädlingsbekämpfung geworden, haben hohe Nährstoffgehalte in den Böden. Die Flächen, die in den Betrieben bewirtschaftet werden, werden immer größer, weil die Erntemaschinen immer größer werden. Und deshalb werden die Strukturen verloren oder gehen verloren, die Hecken und die Bäume und die kleinen Wasserläufe, damit man mit diesen großen Maschinen arbeiten kann. Und der Grund ist, dass man die Agrarlandschaft hin Richtung maximale Produktivität optimiert hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg, gut gemeint, die Ernährungssicherung ist heute eine ganz andere als direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, aber damit verbunden eben der Rückgang der Artenvielfalt. Auch beim Klimawandel sehen wir Signale und das ist im Wesentlichen gerade Veränderungen in den Artengemeinschaften. Das ist eine Analyse, wo wir für 22 verschiedene taxonomische Gruppen von den Fischen in der Nordsee bis zum Plankton im Stechlinsee oder den Vögeln in der Bodenseeregion
in einer großen Kollaboration über verschiedene Einrichtungen solche Langzeittrends von 1000 verschiedenen taxonomischen Einheiten angeschaut haben. Und unsere Hypothese war, dass die südlichen Arten eher zunehmen und die nördlichen Arten eher abnehmen. Und genau das passiert. Diesen Turnover haben wir jetzt in Mitteleuropa, diesen Austausch der Arten. Was ist jetzt aber, wenn Landnutzungs- und Klimawandel zusammenkommen? Welche Folgen hat es für Ökosystemfunktionen? Und da ist ein wunderbares Studiensystem, finanziert von der DFG, eine Forschungsgruppe am Kilimandscharo, die wir genutzt haben, um über einen Höhengradienten und einen Landnutzungsgradienten Einflüsse auf Biodiversität und Ökosystemfunktionen zu analysieren. Auf der linken Seite sind dargestellt die verschiedenen Ökosysteme, unten von den heißen, trockenen Savannen über die Bergregenwälder bis hoch in den Nationalpark und in die Baumheidevegetation. Und von links nach rechts ist die Intensität der menschlichen Landnutzung dargestellt. Auf der linken Seite geschützte Gebiete mit wenig Nutzung und auf der rechten Seite dann verschiedene Agroforstsysteme oder auch Chibo-Kaffeeplantagen. Und dadurch, dass man diese beiden Gradienten nicht vollständig statistisch unabhängig, aber trotzdem einigermaßen senkrecht aufeinander hat, kann man die Veränderungen in Klimafaktoren und damit Klimawandel und Landnutzungswandel unabhängig voneinander testen. Und das ist das Ergebnis von der ersten Forschungsgruppe, die vor einigen Jahren ausgelaufen ist. Ich erkläre das kurz mal, das ist gar nicht so kompliziert. Das sind 30 verschiedene Ökosystemfunktionen, die da gemessen wurden. Das waren über 20 Doktorarbeiten, die da gelaufen sind. Und jedes Mal wurde von unten nach oben über einen Höhengradient die Ökosystemfunktionen gemessen. Und das einmal in einem ungestörten Lebensraum und dann zweitens in den vom Menschen veränderten Lebensräumen. Und immer wenn ich eine Farbe habe, lila oder grün, gibt es eine Interaktion zwischen den beiden, also zwischen dem Klimagradienten und dem Landnutzungseffekt. Und das Ergebnis der Analyse war, und es gibt eben ganz wenig Systeme, wo ich wirklich beide Faktoren testen kann, das Ergebnis der Analyse war, dass sich die negativen Effekte vor allen Dingen von Hitze und Trockenheit und von intensiver menschlicher Landnutzung gegenseitig verstärken. Die multiplizieren sich statistisch gesehen. Also das heißt, der eine Faktor ist meinetwegen Faktor 2 schlecht, der andere Faktor 3, das addiert sich nicht, sondern das multipliziert sich, Faktor 6 schlechter. Das heißt, ganz schlechte Nachrichten, die negativen Effekte der menschlichen Landnutzung für die Ökosystembiodiversität ist unter den immer arider und trockener und heißeren Klimabedingungen, die wir jetzt haben, immer schlimmer. Hinter diesen Änderungen in der Landnutzung und in der Ausbeutung von Arten stehen aber nochmal tiefe Rückgangsursachen. Auch wieder hier eine komplexe Abbildung aus dem Weltbiodiversitätsassessment, wo eben verschiedene Änderungen in der Biodiversität dargestellt sind. In der Mitte die direkten Treiber, nämlich der Landnutzungswandel und die Ausbeutung von Arten. Aber darüber hinaus gibt es indirekte oder tiefe Treiber, zum Beispiel demografische Veränderungen oder ökonomische Veränderungen auf der Erde. Und die zwei zentralen Faktoren, die diese Landnutzungsänderungen und die Ausbeutung der Arten treiben, sind einmal der Anstieg in der menschlichen Bevölkerung. Wir haben immer noch einen Anstieg in der Zahl der Menschen, die auf der Erde leben. Die Prognose ist, dass wir etwa im Jahr 2050 oder vielleicht auch erst Ende dieses Jahrhunderts eine Sättigung erreichen bei etwa 10 Milliarden Menschen. Und während bei uns in Europa die Zahlen einigermaßen stabil und leicht rückläufig sind, steigen sie in anderen Ländern, vor allen Dingen in afrikanischen Ländern, weiterhin an. Aber das ist nur der eine Faktor, der das Ganze treibt. Der andere Faktor ist quasi der ökologische Fußabdruck, den jeder einzelne Mensch auf der Erde hinterlässt. Das ist nicht so einfach zu messen. Das ist im Wesentlichen über CO2-Äquivalente gemessen, der Menge an Kohlenstoff, die wir brauchen für unsere Ernährung, für unsere Kleidung, aber auch wie viel Kohlenstoff dann wieder als Müll anfällt und in Ökosystemen gespeichert werden muss. Und das ist ein Vergleich für verschiedene Länder, was der durchschnittliche Fußabdruck
von einem Menschen in diesem Land ist und es misst, wie viele Erden benötigt würden, wenn die ganze Weltbevölkerung wie die Bevölkerung der aufgeführten Länder leben würde. Und für die USA bräuchten wir 5 Erden, wenn alle Menschen auf der Erde leben würden wie die US-Amerikaner. Und für Deutschland bräuchten wir knapp 3 Erden. Also wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir 3 Erden. Und wenn alle Menschen, das ist der unterste Balken, so leben würden wie die Menschen in Indien, reicht uns die Erde, die wir haben. Das zeigt einfach auch den Wohlstand und damit ganz logisch verbunden der ökologische Fußabdruck, den wir haben. Und wenn wir für alle Menschen auf der Erde einigermaßen Wohlstandsanspruch haben, auch für die Menschen in Indien, dann ist klar, dass das nicht mehr funktionieren wird mit der Zahl der Menschen und dem ökologischen Fußabdruck, den wir dann hätten. So, warum ist das jetzt wirklich dramatisch? Die Rückgänge der Biodiversität. Was sind die Folgen für Ökosystem, Güter und Dienstleistungen? Also in diesem Kreis jetzt der Bogen nach links. Nun, letztlich, und das ist ein Unterschied zum Klimawandel, ist die Biodiversität für uns Menschen wirklich existenziell. Fast alles, was wir nutzen, von der Luft, die wir atmen, das Essen, das wir essen, unser Trinkwasser, immer noch 80% unserer Medikamente kommen aus der Natur und werden durch Ökosysteme mit Hilfe der Biodiversität generiert. Wir haben regulierende Dienstleistungen, zum Beispiel Bestäubung oder die Bodenbildung oder die Samenausbreitung oder die biologische Schädlingsbekämpfung. Wir haben diese materiellen Leistungen, also die Güter, die wir aus der Natur beziehen, von Fisch über Getreide bis Holz und eben Medizinalpflanzen. Und wir haben die immateriellen Ökosystemleistungen, die Erholung, die wir in der Natur wahrnehmen, die Stressreduktion, die wir erleben, der Einfluss auf unsere Gesundheit, die Ästhetik der Natur. Für viele von uns hat Biodiversität, Natur eine spirituelle Bedeutung oder ist zumindest der Ort, an dem wir leben, unsere Heimat. Und der Weltbiodiversitätsrat hat auch die Veränderungen in 18 verschiedenen Ökosystemleistungen erfasst. Und die gehen im Wesentlichen über die letzten 50 Jahre zurück, mit 3 Ausnahmen. 3 Pfeile zeigen nach oben. Das ist die Ausdehnung der Fläche für Energiepflanzen, der Ausdehnung der Fläche für Nahrungsmittel und Tierfutter und die Ausdehnung der Fläche für Materialien, Fasern, also zum Beispiel Baumwolle. Wir sehen also, dass wir bei den Ökosystemleistungen wieder Richtung materielle Leistungen, hohe Produktivität optimiert haben auf Kosten der regulierenden Leistungen und auf Kosten der nicht materiellen, immateriellen Leistungen. Ein paar Beispiele aus meiner Lieblingsgruppe der Vögel, denen man ja immer nachsagt, sie sind zwar schön und auch von ästhetischer Bedeutung, aber vielleicht nicht die wichtigsten Organismen in Ökosystemen, das sind vielleicht eher die Bodenorganismen. Und jetzt hier ein paar Beispiele, dass Vögel auch in Ökosystemen eine wichtige Funktion haben. Ein Aspekt ist die biologische Schädlingsbekämpfung. Beim Kaffee hier am Kilimandscharo untersucht, wo wir in den Kaffeeplantagen die Kaffeebüsche eingepackt haben und damit den Zugang der Vögel und zugegebenermaßen auch der Fledermäuse verhindert haben und dann geschaut hat, welchen Einfluss hat es auf den Blattfraß und welche Einflüsse hat es auf die Kaffeeerträge. Und die Grafik zeigt die Kaffeeerträge und die dunkelgrauen Balken zeigen die Kaffeeerträge von Kaffeepflanzen, wo die Vögel Zugriff hatten und Schädlingsbekämpfung treiben konnten. Und da sind die Erträge zwar nicht sehr stark, aber doch signifikant erhöht. Und zwar in ganz unterschiedlichen Lebensraumtypen, in einem Agroforstbetrieb, in Kaffeeplantagen mit Schatten und ohne Schattenbäume. Und wir hatten auch die Bestäuber ausgeschlossen. Die Bestäuber haben keinen Einfluss auf die Erträge, aber sie haben einen Einfluss auf die Qualität des Kaffees, auf die Größe der Kaffeebohnen. Das heißt, die zwei Gruppen, die Bestäuber und die Vögel, arbeiten sozusagen zusammen. Die eine erhöhen die Qualität, die andere die Quantität des Kaffees. Weiterer wichtiger Faktor, Vögel sind ganz wichtige Samenausbreiter. Vor allen Dingen in den Tropen. Dort haben wir manchmal in manchen Systemen über 90, 95% der Baumarten
als Ausbreiter Wirbeltiere. Und schon bei der Vielfalt der verschiedenen Fruchttypen und Farben sieht man, dass Pflanzen, dass Bäume offensichtlich viel Energie und Ressourcen in eine attraktive Samenausbreitung investieren. Und hier haben wir untersucht, welche Folgen diese Samenausbreitung hat und ob die auch in fragmentierten Landschaften funktioniert. Wir haben hier uns der Frage gestellt, wie kommen denn Bäume in einer fragmentierten Landschaft mit dem Klimawandel zurecht? Die müssen ja dann eigentlich von Waldgebiet zum Waldgebiet kommen. Und die Untersuchungen sind in Afrika durchgeführt worden, in Südafrika, in der Provinz KwaZulu-Natal. Und diese ganz kleinen, bunten Konfetti-Pünktchen, das sind die letzten Wälder, die wir in dieser Provinz haben. Und das ist dann auch noch ausgerechnet ein Hotspot der Baumdiversität mit etwa 600 Baumarten. Und wir haben da auf der südlichen Hemisphäre dasselbe Problem wie bei uns im Norden, dass nämlich die Arten dem Klima folgen müssen und ihrer bevorzugten Klimanische folgen müssen, in dem Fall eben Richtung Süden. Und die Frage ist, wie kommen denn jetzt die Bäume von einem Waldfragment zum anderen? Und da haben wir die größten Früchtefresser im südlichen Afrika besendet, die Trompeternashornvögel, 30 verschiedene Männchen. Und die Sender, die wir denen aufgepackt haben, die messen die Position des Vogels mit derselben Genauigkeit, wie ihr Handy derzeit ihre Position misst. Und die Daten werden in dem kleinen Speicher auf dem Rücken des Vogels gespeichert. Und man kann sie dann später, wenn man dem Vogel wieder nahe kommt, auslesen. Und so kriegt man dann Bewegungsmuster. Und hier jetzt ein Tag im Leben eines dieser Nashornvögel, der die Nacht in einer Schlucht, Oribi Gorge Nature Reserve, verbracht hat. Und die dicken Punkte sind immer eine Viertelstunde auseinander. Und dann am Morgen seine Schlucht verlassen hat und rausgeflogen ist in die Agrarlandschaft. Und hier eine kleine Zwischenlandung in einem Feigenbaum gemacht hat und dann weiterfliegt in so ein kleines Wäldchen. Und das ist Zuckerrohr, was dann zum Teil abgebrannt ist, deswegen die dunklen Muster. Und jetzt so etwa eine Stunde, anderthalb in einem kleinen Wäldchen verbringt, dann beidreht und hier sich eine Stunde oder so in einem Garten eines landwirtschaftlichen Betriebs aufhält, dann weiterfliegt in das nächste Wäldchen und dann wieder weiterfliegt, wieder in so einen Farmgarten. Und die südafrikanischen Farmer, die bauen in ihren Gärten mit Absicht Bäume an, die Früchte haben, weil die das schätzen, am Nachmittag auf der Terrasse zu sitzen mit einer Tasse Tee und den Vögeln in den Bäumen zuzusehen. Also auch hier nicht materielle Leistungen. Und der Vogel fliegt dann mit ein paar Trittsteinen dann im Laufe des Nachmittags und Abends wieder zurück in die Schlucht, wo er dann wieder die Nacht verbringt. Und das Schöne bei dieser Analyse ist, dass man, egal wann man den Vogel ausliest, meinetwegen dann auch 3 Wochen später, alle Bewegungsmuster auslesen kann und dass es dann bei der Analyse keinen Bias für kurze Bewegungen gibt, sondern dass man auch die seltenen Langstreckenausbreitungsereignisse mitbekommt. Und hier sind jetzt für diese Landschaft und die dunkelgrauen Flächen sind unterschiedliche Waldfragmente und rechts unten haben wir den Indischen Ozean. Jetzt berechnete Samenausbreitungsereignisse, wo wir diese Bewegungsdaten mit Magen-Darm-Passage-Daten verschnitten haben. Wir haben Füterexperimente mit den Vögeln gemacht. Wir wissen, dass die etwa 1,5 Stunden brauchen, bis die ihren Samen wieder ausscheiden. Und wenn man die Daten miteinander verbindet, weiß man, bei welchen Flügen Samen ausgebreitet hätten werden können. Das sind die roten Linien. Und wir sehen, dass die Vögel diese verschiedenen Fragmente miteinander vernetzen. Oribi Gorge, wo die meisten Punkte sind, über den Korridor bis zu den Küstenwäldern, die auch schon sehr fragmentiert sind und die Wälder untereinander. Das heißt, wir sehen, dass die Vögel in der Lage sind, die Samen zu transportieren und den Bäumen damit die Anpassung ermöglichen, dem Klimawandel zu folgen und auch die genetische Diversität zu erhalten. Aber Vögel spielen auch eine große Rolle für das Wohlbefinden. Und das ist eine ganz neue Studie, wo wir untersucht haben, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Artendiversität und dem Wohlbefinden der Menschen. Wir haben das auf europäischem Maßstab untersucht, als makroökologische Untersuchung, und da die Daten des European Quality of Life Surveys genutzt. Da werden über 35.000 Europäerinnen alle paar Jahre befragt,
200 verschiedene Fragen. Und eine Frage, die die gestellt bekommen, ist: Wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrem Leben im Allgemeinen? Skala 1 bis 10 ist relativ nah an dieser Glückforschung, misst aber Zufriedenheit als tieferes und langfristigere Haltung oder Gefühl. Und die blauen Flächen, das sind die Länder, wo die Menschen eher glücklicher sind, in Skandinavien, und die roten Flächen, die Länder, wo die Menschen eher unzufriedener sind, in Südosteuropa. Und dann haben wir ganz viele Faktoren korreliert mit der Zufriedenheit, zum Beispiel Einkommen oder ob die Menschen auf dem Land leben, ob sie arbeitslos sind, ob sie gesund sind, aber eben auch, wie viele Vögel in der Region leben, in der die Leute befragt wurden. Und dann festgestellt, ehrlich gesagt zu meinem Erstaunen, dass wir einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen der Artenreichtum der Region haben, wo die Menschen leben, und ihrer Lebenszufriedenheit. Und das ist hier jetzt getrennt für die unterschiedlichen Länder in den unterschiedlichen Farben rechts dargestellt. Die Kurven sehen jetzt nicht super steil aus, sehen nicht nach einer riesen Effektstärke aus, aber die Effektstärke ist so groß wie die Effektstärke des Einkommens. Wenn man das Einkommen um 10% erhöht, erhöht sich die Zufriedenheit im gleichen Maße, wie wenn man die Artenvielfalt von Vögeln um 10% erhöht. Also eine ganz erhebliche Effektstärke, die wahrscheinlich den wenigsten von uns bewusst sind. Das sind keine Befragungen, ob man Vögel mag oder kennt. Das sind einfach statistische Zusammenhänge, wo aber zu vermuten ist, dass, wenn wir dann die Mechanismen auch besser verstehen, wir sehr viel lernen über uns selbst und wie man Lebensräume managt. Das heißt, Vögel sind vor allen Dingen dadurch, dass sie mobil sind und eine Gruppe, die zugänglich ist, für die wir Biodiversität, also offensichtlich über die Gesänge oder über die Lebensräume, eine Wahrnehmung haben, eine ganz wichtige Gruppe, die materielle, regulierende und immaterielle Ökosystemleistungen zur Verfügung stellt. So, also ganz offensichtlich, wir haben dramatische Rückgänge bei der Biodiversität. Die Ökosystemleistungen geben ebenfalls zurück. Das ist das, worauf wir aber als Menschheit existenziell angewiesen sind. Es ist dringend Zeit zum Handeln. Was können wir tun? Und das ist wieder eine etwas komplizierte Abbildung vom Weltbiodiversitätsrat, der sagt, es reicht nicht mehr, an irgendeiner Schraube ein bisschen zu drehen. Was wir brauchen, ist eine große Transformation der Gesellschaft, also eine fundamentale Umgestaltung der Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Die Idee ist, wir gehen rechts davon aus, dass wir einen Planeten haben wollen, auf dem sowohl die anderen Arten als auch wir glücklich leben können. Das heißt, wir müssen an die direkten Treiber ran, wie Landnutzungswandel und Ausbeutung der Arten, die menschlichen Aktivitäten, die das beeinflussen, wie Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, und dann eben diese indirekten Treiber, wie der Anstieg der Weltbevölkerung oder unser Fußabdruck. Und ein Ansatz, den der Weltbiodiversitätsrat vorschlägt, ist, mit Politik-Mischstrategien dran zu gehen, die über Sektoren integrieren, die von der Wissenschaft informiert sind und die verschiedene gesellschaftliche Akteure inklusiv einbinden, und dass man mit diesen Hebeln vor allen Dingen an Hebelpunkten ansetzt, wo man mit relativ wenig Bewegung einen möglichst großen Effekt ausüben kann. Zum Beispiel bei Visionen für ein gutes Leben, bei der Reduzierung von unserem Konsum und von Verschwendung, bei der Mobilisierung von den Werten und Aktivitäten und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch, deswegen gehe ich an zwei Beispielen in die Tiefe, die für die Förderung der Biodiversität von ganz besonderer Bedeutung sind. Das eine ist die Ausweitung von Schutzgebieten. Unter den verschiedenen Zielen, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat, war die Erweiterung der Schutzgebiete eines der wenigen Ziele, das erreicht wurde jetzt für die Aichi-Ziele, die 2020 zum Ende kamen und jetzt gerade neu verhandelt werden. Das Ziel wird aber sein, und das wird bei den nächsten Verhandlungen, die jetzt im Dezember in Montreal stattfinden, ein wichtiges Argument und ein wichtiges Ziel sein, dass 30% der Landesfläche und der Meeresfläche bis zum Jahr 2030 geschützt ist.
Und ein neues Instrument möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen, das vor allen Dingen von Deutschland vorangetrieben wird. Das sind die Legacy Landscapes. Da ist die Idee, dass man ausgewählte Schutzgebiete mit einer ganz besonderen Bedeutung für die Biodiversität unter Schutz stellt und dass wir wirklich sozusagen vom Reißbrett anfangen und schauen, wo sind denn die größten Flächen mit höchster Biodiversität, wo haben wir die höchste Ökosystemintegrität, da geht es um Wilderness, also möglichst wenig menschlichen Fußabdruck, aber auch Stabilität gegenüber dem kommenden Klimawandel. Die Finanzierung ist innovativ, indem das über Treuhandfonds läuft, indem man ein Kapital aufbaut und dann das Management der Schutzgebiete im Prinzip nur über die Zinsen macht, mit einer 2:1 Kofinanzierung über private und öffentliche Mittel und dann mit einem Governance, mit einem Regierungssystem und einem Managementsystem, wo lokale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen und die lokalen Gemeinschaften eingeschlossen sind. Und wir haben bei Senckenberg einen Beitrag dazu geleistet, jetzt diese Flächen zu identifizieren, die praktisch die wertvollsten Gebiete auf der Erde sind. Das ist eine Untersuchung von der Alke Voskamp, wo wir erstmal alle Flächen nur über 2000 Quadratkilometer genommen haben. Das sind nach Legacy Landscape Fund Statuten die Minimalgröße von den Gebieten und dann alle World Heritage Sites, alle Key Biodiversity Areas und alle IUCN Protected Areas Kategorie 1 und 2 genommen und deren Verteilung auf der Erde angeschaut haben. Das sind etwas über 1300 Gebiete, die als potenzielle Legacy Landscapes in Frage kommen. Das Interessante ist jetzt aber, nach welchen Kriterien machen wir die Auswahl? Wenn wir nach Biodiversität gehen, ist ein Maß der Artenreichtum, zum Beispiel von den Gruppen, wo wir globale Daten haben, Vögel, Säugetiere, Amphibien, Reptilien. Hier die Karte für den Vogelartenreichtum auf der Erde und wir sehen, dass der Artenreichtum in den Tropen, vor allen Dingen in tropischen Bergregionen, am höchsten ist. Also in den Anden zum Beispiel oder im African Rift Valley oder am Südabhang des Himalaya. Es gibt aber auch einige große NGOs, die setzen sich vor allen Dingen für Gebiete ein, die möglichst wenig menschlichen Fußabdruck haben, die also noch Wilderness Areas sind, wo wir einen sehr hohe Ökosystemintegrität haben, gemessen über den Biodiversity Intactness Index. Das ist eine Veränderung, eine räumflächige Modellierung der Häufigkeit der von natürlich vorkommenden Arten im Vergleich zu ihrer Häufigkeit ohne menschlichen Einfluss. Und die großen Wilderness Areas, das sind die, wo der menschliche Fußabdruck am geringsten ist, sind die blauen Gebiete, und da haben wir zwar tropische Waldgebiete im Amazonas oder in Afrika oder in Südostasien dabei, aber eben auch Flächen im hohen Norden, vor allen Dingen in Russland und in Nordamerika. Und jetzt hängt es letztlich von unseren Naturschutzzielen ab, welche Gebiete jetzt wirklich die sind, die priorisiert werden. Und das Muster, welche Gebiete ausgewählt werden, und das ist jetzt für jedes Realm, für die 6 Realms auf der Erde, die Top 5 Gebiete mit höchster Biodiversität in Grün, mit höchster Ökosystemintegrität in Rot und mit einer Kombination 50-50 Wichtung in Grau. Und wir sehen, wenn Biodiversität das Thema ist, dann werden zum Beispiel sind Gebiete in Madagaskar ganz zentral oder auch auf den, in Australien. Wenn aber die Ökosystemintegrität ein wichtiger Faktor ist, dann werden Gebiete im hohen Norden priorisiert. Also man merkt, dass die Frage des Schutzes der Biodiversität nicht nur eine Frage der Naturwissenschaften ist, sondern auch eine Frage, welche Art von Biodiversität uns wichtig ist als Gesellschaft und welche Prioritäten wir da setzen möchten. Zurück zum Rückgang der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. Das ist der letzte Teil meines Vortrags, wo ich nochmal zusammenfasse, was wir in einer Empfehlung, die die Leopoldina zusammen mit den anderen Akademien erarbeitet hat, ich war Sprecherin der Arbeitsgruppe, welche Empfehlungen wir abgeben, um biodiverse Agrarlandschaften zu erhalten und wieder zu fördern. Und der erste Ansatzpunkt ist logischerweise die Landwirtschaft. Wir brauchen mehr Ökolandbau. Die 30% Ökolandbau, die im Koalitionsvertrag stehen, sind genau die richtige Richtung. Wir brauchen aber auch
mehr Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft. Zum Beispiel wieder mehr Wiesen und Weiden. Das ist der Ökosystemtyp, der am stärksten zurückgeht bei uns in Deutschland. Und die Flächen werden nur erhalten, wenn auf diesen Flächen Tiere stehen, Schafe oder Rinder. Also wir extensive Beweidung auf der Fläche haben. Dann natürlich Stärkung natürlicher Schädlingsbekämpfung, weniger Pflanzenschutz, weniger Düngung und wieder eine strukturreichere Landschaft mit Hecken, Bäumen und Brachen. Nun ist es aber so, dass ein Landwirt nicht zum Spaß in der Art hochproduktiv wirtschaftet. Der hängt am Weltmarkt, der muss ein Auskommen haben, der muss seine Familie ernähren. Und deswegen ist ganz zentral eine größere Wende, die einen Rahmen setzt, in dem landwirtschaftliche Betriebe auch ihr landwirtschaftliches Tun ändern können. Die Forderung nach einer Agrarwende. Da ist der erste Ansatzpunkt ganz klar die Agrarpolitik in Brüssel, die neulich wieder neu verhandelt wurde und leider für die nächsten 7 Jahre die bestehende Flächenregelung im Wesentlichen fortschreibt. Das heißt, die Subventionen sind nach wie vor massiv an die Fläche gebunden. Sie müssten aber, und das ist die Empfehlung von unserer Arbeitsgruppe, schrittweise komplett auf Gemeinwohlleistungen umgebaut werden. Also die Leistungen, die die Betriebe nicht nur für die Nahrungsmittelgewinnung, sondern auch für den Schutz der Biodiversität, für den Klimaschutz und für den Wasserschutz leisten. Nationale Initiativen sind da ja auch vor allen Dingen nach den neuen Regelungen möglicher und besser möglich als in der Vergangenheit, aber auch die Rette die Biene-Aktion in Bayern hat gezeigt, dass auch einzelne Bundesländer hier vorangehen können. Dann ist wichtig eine gemeinsame Landschaftsplanung mit allen Akteurinnen. Und was auch wichtig ist, und da ist die Forschung gefordert, die Technologieentwicklung. Da entstehen neue Möglichkeiten durch die Robotik und auch die Digitalisierung, um biodiverse Landschaften quasi zu pflanzen. Und wir brauchen auch andere Sorten. Das ist jetzt bei diesem wiederum Dürresommer dieses Jahres glasklar geworden. Die Hochleistungssorten werden uns nicht mehr weitertragen. Wir brauchen robuste, krankheitsresistente und dürretolerante Sorten. Und an dem Punkt spätestens haben wir nämlich ein Problem, weil der Ökolandbau hat im Mittel niedrigere Erträge. Das ist über viele Meta-Analysen analysiert worden. Die Erträge im Ökolandbau sind etwa im Mittel 25% niedriger als im konventionellen Anbau. Manchmal gibt es einen Betrieb, die sind genauso gut wie konventionelle Betriebe, aber auch oder sogar besser. Manchmal gibt es dann eben auch Äpfel, sind zum Beispiel so eine Sorte, die schwierig im Ökolandbau anzubauen ist. Manchmal liegen die Erträge auch nur 50% bei denen im konventionellen Anbau. Und diese neuen Sorten, die wir hier brauchen, die krankheitsresistenten und dürretoleranten Sorten, haben garantiert auch niedrigere Erträge als die Hochleistungssorten, die wir derzeit haben. Und wenn wir unseren Fußabdruck, den wir in Deutschland derzeit zu einem hohen Anteil im globalen Süden haben, also wir brauchen in Deutschland etwa pro Person eine Ackerfläche von 20 mal 20 Meter und unsere Ackerfläche im globalen Süden ist etwa 30 mal 30 Meter, also unser Fußabdruck im globalen Süden ist jetzt schon höher als bei uns selber vor der Haustür. Wenn das nicht noch schlechter werden soll, müssen wir nicht nur eine Agrarwende, sondern eine komplette gesellschaftliche Veränderung haben. Also da müssen wir bei uns selber anfangen. Klar, als zoologische Gesellschaft wissen wir um den Wert der Biodiversität, aber das muss sich auch in unser Verhalten auswirken. Wir müssen bereit sein, Öko-Bio-Produkte zu kaufen, auch wenn sie teurer sind. Und ich denke, die meisten von uns hier im Raum können sich das leisten. Und wir müssen vor allen Dingen unseren Fleischkonsum reduzieren. Bei der Herstellung von 1 Kilogramm Rindfleisch brauche ich 160-fach die Fläche wie für 1 Kilogramm Kartoffeln. Das heißt, im Fleischkonsum ist ein Riesenhebel, mit dem ich Flächenentspannung in das System reinbringen kann und dann auch mit einer Umstellung. Also wenn das alle Menschen im globalen Süden, im globalen Norden, die sowieso viel zu viel Fleisch für ihre Gesundheit essen, machen würden, würden wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde gut und gesund ernähren können. Dann müssen aber natürlich auch die Lebensmittelverschwendung ist ein wichtiger Faktor, an den wir ran müssen. Handel und Märkte müssen mitziehen.
Wir müssen als Verbraucherinnen erkennen, welche Produkte im Supermarkt biodiversitätsfreundlich erzeugt wurden. Regionale Vermarktung muss wieder gefördert werden und dann natürlich auf der Seite der Wissenschaft, bei der Bildung und Vermittlung, die Vermittlung von diesem Wissen von Kindergarten bis in die Altenheime. Und zum Schluss möchte ich mit einem positiven Aspekt enden. Und zwar gibt es in der Biodiversitätsmodellierung in der Zwischenzeit ebenfalls solche globalen Biodiversitätsmodelle, die wir von der Klimaforschung kennen. 1,5-Grad-Ziel in Paris verhandelt war eins von diesen Szenarien. Und da hat sich in Paris eben die Weltgemeinschaft dafür entschieden, das 1,5-Grad-Ziel so gut wie möglich anzustreben. Und für die Biodiversität haben wir eben genau dieselben Methodiken, um jetzt unterschiedliche Zukunftsszenarien zu rechnen. Und das ist im Prinzip diese gestrichelte Linie, der Wendepunkt, an dem wir sind. Wir haben links in schwarz den Rückgang der Biodiversität bis heute und jetzt eine Schar von unterschiedlichen Zukünften vor uns. Wenn wir so weitermachen wie bisher, das ist die graue unterste Linie, Business as usual, wird die Biodiversität weiter bis zum Jahr 2100 abnehmen. Aber es gibt Szenarien, das gelbe Szenario, mit dem wir den Rückgang der Biodiversität bis zum Jahr 2030 bremsen können und bis zum Jahr 2050 sogar wieder einen Anstieg in der Biodiversität bekommen können. Und das erreichen wir, wenn wir drei verschiedene Maßnahmenpakete ergreifen, aber auch nur, wenn wir alle drei ergreifen. Das eine ist C für Conservation, größere und besser gemanagte Schutzgebiete, 30-30-Ziel mindestens und Renaturierung von degradierten Flächen. Und dann müssen wir auf der Supply-Seite, also bei den Produzenten, ansetzen. Da brauchen wir eine nachhaltige Erhöhung landwirtschaftlicher Erträge, vor allen Dingen in einigen Ländern des globalen Südens, wo wir eine Riesenlücke zwischen potenziellem Ertrag und tatsächlichem Ertrag haben. Da habe ich jetzt in meinem Vortrag wenig oder gar nicht drüber gesprochen. Und das dritte Maßnahmenpaket ist auf der Demand-Seite bei den Verbraucherinnen anzusetzen, also bei uns selbst. Und wenn wir da mit weniger Lebensmittelverschwendung, wenn wir die halbieren und wenn wir die tierproduktbasierte Ernährung zurückfahren und eben alle drei Maßnahmenpakete kombinieren, dann können wir die Kurve kriegen und die Biodiversität für uns selber und für die nächsten Generationen erhalten. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag, der so gewesen ist, wie man sich einen Abendvortrag für die Öffentlichkeit im Rahmen einer Tagung vorstellt. Vielen Dank. Vielen Dank. Gewöhnlich ist es so, dass im Anschluss an die Abendvorträge keine Fragen mehr folgen. Und insofern kann ich alle nur jetzt herzlich einladen, etwas zu essen, Poster anzusehen. Und noch einmal herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung. Dankeschön.